Röhrchen. Popcornkerne, die man in die Popcornmaschine hier oben reingeben muss. Ich gebe jetzt einfach mal da rein und dann in die Popcornmaschine. Es wird dann etwas laut sein, aber ich hoffe, das macht nichts. Ich gebe diese Popcornkerne jetzt hier rein. Sie springen natürlich auch raus, deshalb haben sie mich ein bisschen getroffen, aber macht nichts. Und ihr könnt sehen, hier habe ich jetzt frische Popcorn. Jetzt müssen wir aber, hier kann man den Deckel hochmachen. Hier sind noch zwei Popcorn draußen, nicht reingreifen. Die könnt ihr später, wenn es abgekühlt ist, machen. Könnt ihr gerne mal einen kosten. Vielleicht auf jeden Fall. Sehr gut. So, jetzt gehen wir zum Zuckermann der Maschine weiter. Es gibt hier verschiedene Sorten. Ihr könnt es auch mit ganz normalem Zucker machen. Oder Vanille, Cola, Erdbeer, Apfel, Marshmallow habe ich jetzt nicht mehr. Cola schmeckt mir nicht so. Ich, meine Lieblings, heute ist jetzt eigentlich Marshmallow, Erdbeer und Vanille. Ich nehme jetzt einfach mal Vanille. Es gibt hier auch so einen Löffel. Aber zuerst muss man die ein bisschen vorheizen. Also drücke ich das schon mal ein bisschen und dann kommen so Fäden und die werden dann zu einem Spinnnetz und dann muss man aufwickeln. Man kann dafür entweder ein Strohhalm oder so ein Stäbchen verwenden. Und bei den Strohhalmen funktioniert das nicht so gut, also nehme ich hier Stäbchen dann. Ich warte noch ein bisschen, bis es vorgewärmt ist. Und dann gebe ich das die Zuckerwatte rein. Dann lasse ich ein bisschen Popcorn. Ich hoffe, es hat bei euch mit dem Popcorn auch gut geklappt. Ich weiß, sie sind nicht so salzig. Ihr könnt
wenn ihr keine, ihr könnt Butter nehmen und sie so drüber gießen, heiße Butter. Wenn euch nicht Butter schmeckt, könnt ihr Salz drüber machen. Das funktioniert halt nicht so gut. Aber ihr könnt es probieren. Ich hoffe, die ist bald vorgeheizt. Dann können wir mit der Zuckerwatte gleich beginnen. Nicht reingreifen, weil das tut echt weh, wenn es ganz schön heiß ist, dann verbrennt man sich die Finger. Ich glaube, wir könnten jetzt, warten wir noch kurz, 10 bis 60. 19, 11, 12, 13, 20. Wir haben 20 gezählt, 60 ist dann doch zu lang. 20 zählt. Ich mach mal. Das ist schwierig hier rauszubekommen. Naja, dann mache ich mal einmal. Mit den Spinnweben braucht er mal ein bisschen. Ihr könnt es ja jetzt nicht so gut am Video dann sehen, aber Hauptsache ihr wisst, was dann kommen wird. Ja. Ich brauche natürlich jetzt wieder ein bisschen und dann geht's los. Ich schaue mal immer ein bisschen hin. Dann gerne noch mal zeigen. Ich weiß es nicht. Oh! Seht ihr, es ist schon ein paar Spinnenleben. Jetzt bitte nicht in die Mitte greifen, das wird echt heiß sein. Bitte nicht so machen, das ist dann ein Fehler. Ach, das ist noch ein Mund. Und nicht zu viel nehmen, sonst wird das
echt groß. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr habt was gelernt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.